Zurück hier zu Majora's Mask. Es geht weiter. Wir stehen hier vor einem weiteren Raum. Und mal sehen, was uns da erwarten wird. Ich ahne nichts Gutes. Fledermäuse. Eieiei. Wahrscheinlich ein weiterer Miniboss. Sieht beinahe so aus. Ach hey, Mini. So, erstmal die Dinger vertreiben. Treffer Nummer 1. So, nochmal angreifen am besten. Verdammt. So. Zweiter Treffer. Ich glaube noch zwei Treffer, dann ist er down. Hoffentlich zumindest. So. Nummer 3. Verdammt. Kein Treffer. Okay. Wir lassen ab von ihm. Herzen wollen wir gar nicht haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie Magie. Ach, wir kriegen sie nicht, wie es aussieht. Nur Herzen. Können wir noch zuschlagen mit dem Schwert? Ich glaube nicht, oder? Doch, können wir doch. Wir haben Magie bekommen, sehr schön. Okay. Er lebt noch immer, mein Gott. Und jetzt ist er endlich besiegt. Das Monster. War doch mehr als erwartet, was er ausgehalten hat. Aber gut. Down ist down. Besiegt ist besiegt. Weiter heißt, wir dürfen weiter. Noch ein Herz. So. Und das sieht doch beinahe so aus wie die Schatzkiste, die den Masterschlüssel beinhaltet. Wäre toll. Und wir bekommen ihn, den Masterschlüssel. Sehr schön. Doch uns fehlen noch zwei Feen. Wie können wir die wohl noch bekommen? Tja, mal schauen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder so. Magie. Ach Mano, diese verdammten Knöpfe hier. Magie, sehr schön. Toll. Und Herzen. Wir sind quasi wieder voll aufgefüllt. Da können wir uns doch freuen. Holdriel. So und ja. Wir können auch mal uns hier wegschwingen. Mit dem Lied der Schwingen. Wäre vielleicht ganz schlau. So. Der Eingang, da wollen wir hin. Und um die verbleibenden zwei Feen zu bekommen, müssen wir nochmal den Felsenturm drehen. Also quasi ein zweites Mal drehen. Okay, also erstmal wieder raus hier. So, mal kurz überlegen. Nee, von hier ist noch doof. Von hier könnte es klappen vielleicht. Treffer versenkt. Und alles dreht sich mal wieder. Wow. Ich glaube, Link denkt auch. Ach du Scheiße. Wenn er hier andauernd umgedreht wird und andauernd in die Tiefe fällt.
Alle 2 Sekunden gefühlt. So, okay. Schubidubi. So. Wir dürfen jetzt nochmal 3-mal an der Zahl die Energie des leeren Herzens spielen. Spannend auf jeden Fall. So. So und so. Einmal fehlt noch. So, ich nehme auch schon wieder nachts auf. Also ich bin irgendwie nachtaktiv momentan. Warum auch nicht? Alles ist dunkel, ich wache hier. Gut, das dürfte dann korrekt sein. So. Einfach toll, oder? Die Gitarre klingt 1A. Finde ich zumindest. So, jetzt aber nichts wie rein. In die gute Stube hier. Hoppa. Und hopp. Und einer geht noch. So, ich muss mal ganz kurz überlegen, wo waren die beiden denn jetzt noch? Ich glaube, einer war hier. Können wir uns gleich holen. Das andere Viech war hier drin irgendwo. Das heißt, wir dürften nochmal wieder zum Zora werden. Dürfen, müssten, hätten, sollen, können. Hui. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist hier. Ich überlege gerade. Schluck das erstmal hier, ihr kleinen Mistdinger. Ich dachte, hier irgendwo wäre so eine Kiste gewesen, oder war das hier nicht? Ach du Scheiße. Bloß weg hier erstmal. Nochmal hier runter vielleicht. Ich bin mir gerade auch gar nicht mehr sicher, ob das jetzt hier war oder nicht. Da oben. Ah. Also doch, Gott sei Dank. Verirrte Fee, Nummer 14. Boah, ich hatte gerade echt schon Sorgen gehabt. Es wäre nochmal richtig lang und schön geworden. Wenn wir hier alles noch hätten durchsuchen können, müssen, sollen. Gut. Jetzt also nichts wie raus hier. So, und wenn alles glatt läuft und alles gut ist, so wie ich es hoffe, dann haben wir hier unten noch so ein Dingensen. Bitte. Ich denke, das war richtig. Sehr schön. Wir haben alle verirrten Feen gefunden. So. Ach, wie toll. Damit haben wir alle 60. Aua! Alle 60 verdammten Mistdinger gerettet. Feen gerettet. So, das Teil ist schon mal down. Und wir können hoffentlich, können wir hier jetzt unfallfrei rauf. Okay, das heißt, wir müssen noch ein einziges Mal den Felsenturm drehen. Und dann drehen wir hier durch. Okay. Wir spielen nochmal die Energie des leeren Herzens. Das reimt sich zwar gar nicht, doch das macht nichts. So. Und dann, liebe Leute, haben wir auch schon fast
den letzten, oder ja, eigentlich ja, vor dem letzten Boss, den letzten großen Boss, den vierten großen Endboss. So, also, lieber Link, noch einmal musst du da jetzt durch. Aufgepasst. Treffer versenkt. In die Tiefe. So. Wir hoffen jetzt mal, dass alles gut gegangen ist. Und wir jetzt auch schnell den Weg zum Boss finden können, vor allen Dingen. So, mal schauen. Ich glaube... Auf jeden Fall weiß ich, dass wir erstmal jetzt den Fanghaken brauchen. Genau, da oben können wir uns festhaken. Hoch da! Ach, wie schön. Und wir haben noch einen kleinen Schlüssel. Den brauchen wir hier auch. Oh, verdammt. Hier brauchen wir nochmal die tollen, formschönen Lichtpfeile. Hilfe. Der kann Strille abschießen. Treffer Nummer 1. Scheiße. So, Treffer Nummer 2 am besten jetzt auch. Das dürfte reichen, oder? Ja, das reicht. Adios mit dir. Und wir bekommen, wie es aussieht, noch eine Kiste. Was kann da jetzt noch drin sein? Ja, mal nachschauen. Das spannende Geräusch ertönt. Und wir bekommen eine Maske. Du hast die Maske der Giganten erhalten. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändige Macht. Okay, wir dürfen diese Maske also nur in einem Kampf mit würdigen Gegnern einsetzen. Also ein Bosskampf zum Beispiel. Ja, mal gucken. So, hier geht's mal weiter. Ach du Scheiße. Nochmal hier den Fanghaken ausgerüstet. Dann hoch da. Hoch da. Geht doch. Jetzt darüber. Oder auch nicht. Verdammt. Blöd gelaufen, aber naja. Kennt man halt ja, ne? Ist auch so doof mit der Steuerung hier, ehrlich gesagt. So, jetzt aber. Okay, darüber. Hilfe. Ist ja schlimm hier. Okay, haben wir hier noch... Oh ja. Hier haben wir noch Magie. Herzen. Okay. Sehr schön. Und da haben wir die Boss-Tür. Zuvor bringen wir mal diesen Strahlzyklopen hier um. Der nervt doch sowieso nur. Schluck das. So. Jetzt haben wir hier Ruhe. Und beim nächsten Mal können wir dann den vierten großen Boss wagen. Also, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.